Duisburg und Wuhan. Die Städtepartnerschaft der chinesischen Stadt Wuhan und unserer Ruhrpottstadt ist die älteste hier in Deutschland. Und historisch ist sie aus einer ähnlichen Wirtschaft entstanden. Sie sind beide Stahlstädte, beide schwerindustriell und beide haben mit einer Strukturkrise zu kämpfen. Doch die Zusammenarbeit zwischen China und Duisburg ist schon lange nicht mehr bloß eine Städtepartnerschaft. Wenn man sich in China Landkarten von Deutschland anschaut, dann sieht man zwei Städte eingezeichnet, Berlin und Duisburg. Diesen Satz sagt Oberbürgermeister Sören Link immer wieder gerne, um auf die Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen China und Duisburg hinzuweisen. Denn wirtschaftlich gesehen ist Duisburg für China tatsächlich die wichtigste Stadt Europas. In Zukunft will man noch enger zusammenarbeiten. Ein großer Schritt für Duisburg, findet auch Professor Dr. Markus Taube, Direktor der INEAST School of Advanced Studies an der Universität Duisburg-Essen. Jenseits der Städtepartnerschaft mit Wuhan haben wir natürlich China als einen ganz, ganz wichtigen ökonomischen Partner und der jetzt gerade über die neue Seidenstraße ganz, ganz wichtige Impulse setzt für Duisburg. Der Handel mit China entlang der neuen Seidenstraße, die Möglichkeit hier neues Geschäft zu generieren, ist ganz wichtig für Duisburg, um hier Arbeitsplätze zu schaffen, neue Investitionen anzuziehen und Steuereinnahmen für die Stadt zu generieren. Die neue Seidenstraße ist ein riesiges Infrastrukturprojekt. Es soll die Verbindung, aber auch das Handeln der beiden Volkswirtschaften China und Deutschland stärken. Sie ist aber weit mehr als nur ein Transportweg auf Gleisen. Da geht es im Endeffekt darum, dass diese Züge nicht einfach nur durch diese Volkswirtschaften in Zentralasien und Südasien durchlaufen, sondern dass in allen Häfen, in allen Eisenbahnstationen sozusagen Industriezonen entwickelt werden. Und dass dort die Züge anhalten, die Container entleert werden, dort wertschöpfende Arbeitsprozesse stattfinden. Dass wir dort also eine neue Arbeitsteilung haben und im Endeffekt ein neues industrielles Gewebe entsteht in Volkswirtschaften, die bislang in der Weltwirtschaft nicht voll integriert sind. Und das ist die spannende Story. Und das könnte wiederum Vorteile für Deutschland und Duisburg haben. Mehr Unternehmen, mehr Arbeitsplätze und mehr Steuereinnahmen. Sogar ganz neue Geschäftsbereiche in China sind möglich. Doch es gibt nicht nur Vorteile, es kann auch zu Risiken kommen mit einem Partner wie China. Es steht immer im Raum die Frage, ob eine Schuldenfallenpolitik ist, mit dem China so Rattenfänger von Hameln die Volkswirtschaften mit billigem Geld lockt und dann im Zweifel fallen lässt, etc. Wir haben wenig Evidenz faktisch für derartige Phänomene, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass China das natürlich nutzt, um eigene politische Interessen durchzusetzen und den eigenen Einfluss in der Region zu stärken. Der chinesische Einfluss ist in der Region gewachsen. Wie sich das in der Zukunft aber noch weiter auswirken wird, wird die weitere Zusammenarbeit zeigen. Ja, und über diesen Einfluss und die weitere Zusammenarbeit der beiden Städte wollen wir jetzt weiter sprechen. Und zwar mit der Politikwissenschaftlerin mit Schwerpunkt China-Ostasien an der Universität Duisburg-Essen, Professor Dr. Dr. Nele Nösselt. Herzlich willkommen, Frau Nösselt. Ja, Frau Nösselt, Sie sind ja mehr auf den politischen Fokus auf China konzentriert. Mit dem Herrn Taube hatten wir vorhin mehr den wirtschaftlichen Aspekt im Fokus. Was würden Sie vielleicht so allgemein am Anfang jetzt sagen, wie weit reicht der Einfluss Chinas nach Deutschland? Nun, man sieht, dass China an Einfluss weltweit gewonnen hat, dass China Mitsprache einfordert. Aber das ist keine Mitsprache, die die Regeln des internationalen Wettbewerbs auf den Kopf stellt, sondern China fordert Anerkennung, Gleichberechtigung. Und das sehen wir auch in der Interaktion mit Deutschland und mit Duisburg. Das heißt, hier haben wir viele Chancen, kleinere Risiken, aber die Chancen dominieren. Also würden Sie China als vertrauenswürdigen Partner bezeichnen? Ist immer die Frage, wie man Vertrauenswürdigkeit einordnet. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass China seit 1978, seit Beginn der Reform- und Öffnungspolitik, sich an sehr viele internationale Regeln und Verfahren angepasst hat. Gerade auch im Bankensektor, gerade auch im Wirtschaftssektor. Das heißt, dass China sich langsam an das System gewöhnt hat, dass China lernt, dass China bereit ist, auch zu den Regeln des Westens in dieses Spiel einzutreten und langsam allerdings auch die Forderung stellt, wenn China einen Beitrag leisten soll zur Stabilität der globalen Banken, Finanzstrukturen, dann sollte China auch gleichberechtigt bei der Neuaushandlung von solchen Verfahrensregeln oder institutionellen Abkommen beteiligt sein.
Mhm. Trotzdem ist China eben oft auch in der Kritik. Auch Sie mit dem Herrn Taube zusammen beim 5. Internationalen Forum haben die Frage gestellt, was ist dran an Bedrohungsszenarien in Zusammenhang mit China? Ja, das 5. Internationale Forum war im Dezember, ist jetzt schon ein bisschen wieder ein paar Tage ins Land gegangen. Aber was würden Sie jetzt schlussendlich sagen? Wie würden Sie diese Frage beantworten mit den Bedrohungsszenarien? Gut, die Bedrohungsszenarien sind vor allem in den USA aufgekommen. Die USA als weltweit führende Wirtschaftsmacht sieht sich herausgefordert durch das aufsteigende China. China, das natürlich weiterhin von einer Partei regiert wird, damit andere Systemstrukturen aufweist und damit auch die Gefahr birgt aus Sicht der USA, dass nun andere illiberale Wirtschaftsformen global zirkulieren. Und diese Bedrohungsdebatte, die hat auch Wellen geschlagen nach Europa. Wir sollten allerdings darüber nachdenken, dass wir als Europa unsere eigene Position gegenüber China definieren. Das heißt, was schon im Beitrag angesprochen wurde, die Schulden fallen. Es gibt den Fall Sri Lanka, das nicht in der Lage war, seine entsprechenden Kredite an China zurückzuzahlen. Allerdings hat man in Peking auch gelernt. Das heißt, man ist daran interessiert, keinen Gesichtsverlust zu erleiden, also nicht dafür in negative Kritik zu geraten, dass man also an kleine Staaten Kredite vergibt, die nicht bedienen können und die dann in Abhängigkeit gebracht werden. Das heißt, man prüft mehr und mehr die Bonität der Empfängerländer. Ist es also ein Gespenst, was die USA versucht hat, da so ein bisschen aufzubauen? Ich denke, dass die USA das auch als Bedrohung wahrnehmen. Wir sollten allerdings vorsichtig sein, denn vielfach fehlt die empirische Evidenz für eine solche Herausforderung und Bedrohung. China ist in diesen Strukturen, die es heute gibt, aufgestiegen. Das heißt, China stabilisiert das System und wird die Strukturen nicht aktiv umstürzen. Jetzt ist es ja genau gestern jetzt der Fall gewesen, dass die USA und China jetzt ein erstes Teilabkommen im Handelsstreit jetzt nach 18 Monaten gefunden haben. Glauben Sie jetzt, die politische Lage auch so ein bisschen im Hinblick auf Europa beruhigt sich jetzt? Nun, wir haben eigentlich erst einen Burgfrieden erzielt, eine Art Waffenpause, Waffenstillstand. Das ist auch der Lage in den USA geschuldet. Dort steht ein Wahlkampf an. In China hat man auch einige innenpolitische Herausforderungen zu meistern. Das heißt, beide Seiten möchten aktuell nicht mit dieser Bürde eines Handelskriegs belastet werden. Allerdings, ob es gelingt, langfristig die Lage und diese bilateralen Beziehungen zu stabilisieren, das wird sich zeigen müssen. Also muss man da auch noch ein bisschen abwarten. Kommen wir nach Duisburg, schauen wir da nochmal auf die neue Seidenstraße-Initiative. Auch hier ist sie teilweise ein bisschen auf Kritik gestoßen, aber natürlich die Duisburger Verantwortlichen erhoffen sich viel. Wie sehen Sie dieses Projekt? Nun, China exportiert Überkapazitäten, ist vor allem daran interessiert, neue Märkte zu erschließen, neue Transportwege aufzubauen. Das Ganze wird von innenpolitischen Interessen und wirtschaftlichen Interessen in China selbst vorangetrieben. Das heißt, China hat seit vielen Jahren begonnen, eine Art Spillover-Effekt zu generieren, dass also wirtschaftsstarke Regionen mit den wirtschaftsschwachen Regionen in China zusammengeschlossen werden und mit Korridoren dann wiederum vernetzt werden in die Region, aber auch global in die Welt hinein. Duisburg ist das Ende oder ein Knotenpunkt dieser neuen Seidenstraßenkorridore. Und das bedeutet eben auch möglicherweise weitere Arbeitsplätze, bedeutet vor allem, dass Duisburg an Bedeutung gewinnt für den Welthandel und damit auch Möglichkeit hat, sich selbst neu zu erfinden. Also dass der Strukturwandel eine weitere Phase dann abschließen wird. Ja, weil, so habe ich auch Ihren Kollegen verstanden, eben die Seidenstraße nicht nur ein Transportweg ist, sondern eben auch Unternehmen hier hinholt und, wie Sie auch sagten, Arbeitsplätze dann schafft. Glauben Sie, Duisburg wird da ja auch so ein bisschen politisch dann mehr an Gewicht bekommen? Nun, Duisburg spielt aktuell schon eine große Rolle in der chinesischen Debatte. Wie weit das auch politisch dann langfristig der Fall sein wird, das werden wir sehen. Da auch China nicht nur auf Duisburg alleine setzt, sondern auch Hamburg als wichtigen Partner entdeckt hat in Deutschland oder in Europa, Rotterdam und Venedig. Ja, und vielleicht da nochmal auf ein Stichwort auf die Risiken. Ist man da vielleicht so ein Ticken blauäugig jetzt auch hier in Duisburg, dass man da so komplett auf so einem Partner setzt wie China? Nun, man setzt nicht nur komplett auf China, man hat ja natürlich viele Investoren im Blick. China ist ein möglicher Partner und auf chinesischer Seite besteht eben das Interesse, auch hier zu investieren. Das ist sozusagen die Besonderheit des chinesischen Falls. Allerdings, wenn man sich die Gesamtinvestitionen Chinas in Europa anschaut, so sind die nur ein Bruchteil der Auslandsinvestitionen, die in Europa getätigt werden und in Deutschland getätigt werden. Ja, und gleichzeitig ist es ja auch so, dass Duisburg so einen starken Partner wahrscheinlich braucht.
Nun, China ist ein sehr guter Partner, auch daran interessiert zu lernen, zu kooperieren. Und sicherlich hat Duisburg vieles zu bieten, was auch die chinesische Wirtschaft langfristig nach vorne bringen kann. Okay, dann warten wir da mal ab, wie es da noch weitergeht. Ihnen auf jeden Fall vielen Dank für das nette Gespräch, Frau Nüsselt. Gerne.